Und damit herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia The Two Thrones. Wir verfolgen jetzt ein Sandmonster. Zum Glück ist es gar nicht stressig. Ich kann nicht mit E gegen die kämpfen übrigens. Oh, das kennen wir ja irgendwoher noch. Gutes Spiel, ich kann nicht über die drüber springen. Nicht, also ich... Ne, ich heule ja die ganze Zeit gegen sie, weil ich springen will. Junge, geht die mir auf den Sack. Ich mache übrigens keinen Schaden, wenn ich in diesem Slow-Modus bin. Naja, also wenn ich in dem Modus bin, mache ich hier keinen Schaden. Doch, mache ich sogar. Okay, ich kann nicht wegrollen. Ich kann nicht wegrollen. Kann ich blocken, kann ich wegrollen gegen sie. Das Spiel ist... Alter. Also ich habe die ganze Zeit versucht, mit gegen sie auch Tricks zu machen, ne? Also über sie drüber springen und wegwerfen hat nicht gut funktioniert. Sie umkicken funktioniert nicht. Wirbelangriff hat nicht funktioniert, weil er dann einfach ja diese Greifbewegung macht. Warum auch immer. Es hat alles gar nicht funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, ist draufschlagen und das macht extrem wenig Schaden. Das war ein Schmutzkampf. Also halt, wirklich. Ist der anders gedacht? Ich kann halt irgendwo hinrennen, ja, aber... Ist der so gedacht, der Kampf, dass ich wegrenne? Schauen wir schon. Wir versuchen jetzt einmal ein bisschen rumzurennen. Ich habe keine Ahnung, wohin, aber... Nicht aus der Bewegung springen. Okay, schön. Ich kann wirklich durch die Gegend rennen. Hat sie nur ein Schwert? Nein. Ja, das kann ich nicht blocken. Wegwerfen kann ich sie auf jeden Fall nicht. Ja, danke, das weiß ich schon, danke. Muss ich kurz kratzen. Sie macht gerade extrem wenig, das ist sehr gut für mich. Ja, das kann ich wieder nicht blocken. Werfen kann ich sie gar nicht, das blockt sie. Okay, und einfach angreifen ist auch nicht so klug.
Okay, warum auch immer das jetzt ausnahmsweise mal offensichtlich gescriptet, okay, spaßig. Ja, hau ich ab, Mädchen. Vielleicht solltest du in Erwägung ziehen, ihr zu folgen? Willst du mich verarschen, Alter? Sie wirft genau da ein Messer, ey. Hast du vor, die Verfolgung aufzunehmen, oder willst du sie entwischen lassen? Spiel? Sie verspottet dich, Prinz. Geh und strafe sie! Geh und strafe sie, Bruder, entspann dich. Ich hab übel auf sie draufgehauen, aber sie haut halt trotzdem einfach ab. Cool. Ich hoffe, diese ganzen Sachen machen noch Schaden. Also richtig Schaden kriegt sie halt echt nicht, ne? Alter, willst du mich verarschen, ey? Der Dolch, setze die Macht des Dolches vor. Spiel? Ich bin jetzt nicht so früh losgelaufen. Das war schon wieder echt knapp, ne? Ah, okay, man kann nicht zweimal verlangsamen, natürlich nicht. Man muss jedes Mal spaßig da hinterherlaufen. Wollen wir wetten, dass ich dich kriege? Ich hab dich eigentlich schon fast. Okay, ich hinterfrag das nicht. Mit der Verwandlung der gefangenen Frauen begonnen. Ihr erkauft euch höchstens Zeit. Die soll jetzt tot sein, weil... Ach, finde ich doch jedes Mal Sand, wenn ich so etwas höre. Und? Tue ich. Die Frauen sind frei und in Sicherheit. Ihr tatet recht zurück. Prinz? Ihr gehört zu ihnen? Nein, Pfarrer! Es ist nicht so, wie ihr denkt. Ihr seid ein Sandmonster! Elender Lügner die ganze Zeit! Nein, der Sand hat mich befallen, das ist wahr. Aber mein Geist und mein Herz sind mein. Bitte glaubt mir! Kommt mir nicht zu nah! Jeff! Also zwei Anmerkungen. Natürlich ist sie geschockt, weil wir es ja einfach nicht erzählt haben. Jetzt labert er mich wieder zu, oder? Mit, das war doch klar, dass sie das nicht mag. Ich hab doch gesagt, sie ist ja schlecht für dich. Ja, spring. Na, danke. So, wir rennen jetzt natürlich hinterher. Tja, du hast sie angelogen. Nein, ich wollte... Ja. Aber sie hätte nicht verstanden. Was habe ich nur getan? Du bist dumm. Das hast du getan.
Aber jetzt kommt bestimmt gleich irgendwo Wasser und dann sind wir wieder normal. Armer Prinz. Sein Geheimnis war ans Licht gekommen. Und Farah schien verstört von dem, was sie sah. Unerwartet. Vielleicht hätte er von Beginn an aufrichtig sein sollen. Zu spät. Schweigend wurde ihm sein Fehler gewahr. Nicht, dass ich das von Anfang an gesagt hätte. Aber ich habe das von Anfang an gesagt. Wo soll sie hin sein? Sie kann diese ganzen Sprünge nicht. Das war in 1 besser gelöst. Servus. Oh, nicht schon wieder ihr, ne? Also 1, 2, 3, 1, 1. 1, 2. So, 1, 2, 3, 1, 1. Mach ich zwischendurch auch so. Okay. Was sollen wir tun? Ja, soll ich nicht hier, okay. Übrigens, alles sagen die Fahrer nicht. Können sie es trotzdem weg? Abgedrückt. Natürlich funktioniert das nicht, weil ich einen Millimeter zu tief war wahrscheinlich. Gutes Spiel. Ich möchte einmal kurz Sand haben, bitte. So. Mach. Natürlich funktioniert es jetzt. So. Ehre. Zucker. Aha. Kommst du noch näher? Nein, aber du gehst weiter weg, Ehre. Weg mit ihmchen. Welche Tür ist aufgegangen? Die da. Fight da jetzt nicht gegen die, ich bin doch nicht dämlich. Also zumindest nicht so dämlich. Wenn ich fighten muss, fight ich nicht. Nee, ich hab schon. Danke. Natürlich kann ich plötzlich nicht mehr durch die Sachen durchrollen. Da. Natürlich ist sie jetzt nicht hier, ne? Natürlich ist sie jetzt weg, weil dann hätte sie ja gesehen, wie wir uns zurückverwandelt haben. Soll ich beim nächsten Mal hier weitermachen? An dieser Stelle fortfahren? Ja. Gott. Der Prinz reinigte sich also in den Wassern des Brunnens.
Sein Körper schien wieder normal, doch sein Geist war weit davon entfernt. Und sein Geist ist sowieso weit entfernt von normal. Ah, okay, wir können... Hä? Okay, wir müssen scheinbar irgendwo einen Knöpfe drücken, damit das runtergeht, richtig? Ich glaube, ja. Wo? okay. Da. Schön markiert. Ja, ist okay, Spiel. Darf ich mich jetzt auch wieder bewegen? Danke. So, runter. Und das Ding hier bewegen. Keine Ahnung wohin, aber wir bewegen es mal. Schön aus massivem Holz, das sich anhört wie Stein. Auf Stein. Da ist mir warm. So, wir speichern nochmal. So, ich beim nächsten Mal hier verzeihen. Ah, plötzlich sagt sie was anderes. Ja, ist klar. Okay. Okay. So. Wieso habt ihr mich gesehen? Wie weit kann ich zurückspulen? Junge? Junge! Stech doch einfach in den Reihen, bitte. Ach, halt dein Maul. Ich muss sagen, ihr geht mir echt auf den Sack, ey. Schließ. Hier ist nix, nein. Halt doch bitte dein Maul, du bist so nervig. Sehr schön. Servus. Seht ihr es nun? Die Verwandlung ist rein äußerlich, das ist alles. Warum sollte ich euch glauben? Warum nicht? All euer Handeln straft euch Lügen. Ich habe euch nach Kampf und Blut gieren sehen. Der Tod bereitete euch Freude. Dann euer ständiges Gefasel von Blutrache. Die Geringschätzung eures eigenen Volkes. Wie ich vernahmt ihr die Stimmen der Frauen im Freudenhaus, doch ihr wendetet euch ab. Aber ich kam zurück. Zurück. Zu euch. Ihr seid eines Prinzen nicht würdig. Geht und fordert euren Thron. Aber wisset... Ihr seid allein. Ein wahrer Freund der Frauen. Die, die du nicht tötest, können nicht schnell genug von dir fortkommen. Ich habe keine getötet. Also, ja, das ist nicht ganz wahr. Ich habe schon ganz viele Frauen getötet, aber nicht im klassischen Sinne. Aber jetzt mal kurz nebenbei. Sie versteht auch einfach nicht, dass es wichtig ist, jetzt hier den Herrscher zu killen, ne? Das will sie ja offensichtlich auch nicht begreifen. Oh, Jungs, jetzt kommt ihr hier auch noch. Thank you.
Oh, ein kleiner Beinfeger, den er natürlich ignoriert hat. Wollt ihr auch nochmal drauf gehen? Meine Fresse, seid ihr anstrengende Mistsäcke, ey. So, gib mir das da, Schmutz. Endlich 10 Sandkredite, von denen ich immer noch nicht weiß, wofür sie sind. Da ist ein Schalter. Nee, 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 nee. Und kleiner Beinfeger. Aufstechen. Und nochmal aufstechen. Ehre. Boah, lecko von hier. So, Axt wegwerfen. Schwertchen aufhebe. Mag Schwertchen nämlich lieber. Ja, okay, dass ich da lang muss, war ja klar. Also, hä? Wieso zeigst du mir hier, wo ich hin muss? Hier steht offensichtlich eine Leiter. Ich hätte hier übrigens auch komplett ohne Leiter auch gekonnt. Warum auch immer mir überhaupt das möglich gibt. Gut. Ich würde aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss!